drei Ärger im Kampf. Blödes Spiel. Wie in der Mittelstufe. Das juckt mich doch nicht mal. Es kann doch jeder küssen, wen er will. So dämlich. Immer ein bisschen eifersüchtig. Ach, toll. Wo bin ich denn jetzt? Ja, immer mal die Schnauze nach. Keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich laufe einfach mal den Weg hinterher. Das ist eine Steuerung, das ist echt zum Beulen. Abby? Ruf nochmal! Hey, ich bin hier! Ich komme! Nick! Hey! Hey! Hi! Du bist weggerannt. Ich glaube, das Spiel wurde einfach zu intim für mich. Ich verstehe schon, was du meinst. Also, und die Sache von vorhin? Ja, wie krass. Emma wollte Jacob voll eifersüchtig machen. Glaubst du? Denk schon. Wieso sollte sie mich sonst so küssen? Stimmt. Ich hab einfach mitgespielt. Ja, ist nur ein Spiel, oder? Klar. Alarm. Da kommt was, da kommt was. Hörst du das auch? Mhm. Sehen wir nach? Mhm. Oh.
zu knurrig. Es ist ein Bär. Zu flott. Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir
wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Okay. Das ist nicht lange her. War das in der Nähe? Jacket und Thacket. Jacket ist wohl Mr. H., Chris Hackett. Wer zur Hölle ist Thacket? Einziges. Du Arsch. Was soll das? Dann komm wieder runter, Jacob. Ja, nachdem ich mich jetzt nur umgeguckt habe. Was ist das? Was sollen diese Zahlen? Also gut. Ist hier nicht was? Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie meine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Thank you.
Tja, wieso fragst du nicht Nick? Der würde dich sicher gerne retten. Ich ignoriere dich. Erwischt! Was soll das, Mann? Oh, okay. Okay, das bedeutet Rache. Klar. Hey, lass das! Ach, hör auf zu rummeln! Attacke! Ah, hey! Blöd, Mann. Ich will nicht, dass Schluss ist. Ich würde den ganzen Sommer bleiben, aber ich glaube, da werden wir schrumpelig. Nein, du weißt, was ich meine. Ich meine das. Jacob, ich hatte einen tollen Sommer mit dir. Es muss doch nicht nur der Sommer sein. Jacob. Okay, gut. Wie wär's damit? Wenn ich hier einen Backflip machen kann, dann darf ich dich besuchen, okay? Wie wär's damit? Hey! Wo willst du hin? Komm schon! Da hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Du teuflisches Genie. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht. Nick hat eine Bestie in sich. Haha, wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht vom süßen Äußeren täuschen. Ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja, jetzt nur noch zu dritt. Okay, Dylan, sagst du... Das klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da, komm. Abby, Hilfe! Bitte! Wo ist Nick? Geh und hilf Nick! Geh! Okay, ich mach das. Die Schrotflinte hat eine Mordsstreuung. Pass gut auf. Thank you.
Schatz. Hey! Lass die Pfoten von ihm! Stopp, stopp! Sonst knallt! Du Scheiße, Mann! Oh, nicht! Hey, kannst du gehen? Kann. Muss hier weg. Muss okay. Hier weg. Komm. Zurück ans Heil. Der hat ja echt böse ausgesehen, der Kerl. Dämlich. Oh Gott. Halt mal das Mädchen auf dich, Jacob. Was machst du hier? Okay. Okay. Hallo? Abby? Hallo? Scheiße! Oh, fuck! Nicht doch. Bitte, Mann, lass mich runter, okay? Tu mir nicht weh, bitte. Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Fick dich doch! Psst, still. Schließ jetzt besser die Augen. Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Wo willst du jetzt hin, Kleine? Scheiße! Okay. Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Ach nee. Also, zeig.
Was hast du da? Es ist der Stern. Hm. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit. Und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit, vielleicht. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Machen wir weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Mit Sicherheit. So, aber bevor wir weitermachen, wenn wir hier natürlich erstmal wieder einen Cut reinmachen. Jo, ja, langsam wird's lustig. Irgend solche komische Viecher. Komme und wolle mich gnadenlos ummachen. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr auch wissen wollt, wie es weitergeht, bleibt dran. Wir werden es merken. Jetzt kommt die Kapitel 4 dann normalerweise. Auf Höhe. Das soll es jetzt gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer bei allen, die zugeschaut haben. Und sage hier Tschüss. Ciao mit V. Und bis zum nächsten Mal.